Bergi. Morgens aufstehen und erstmal. Ja, das ist der Raucherhusten. Schau, und mir geht es gut und meine Stimme tirilliert nur so vor sich hin. Jo, ich bin auch fit. Also, würde ich sagen, bist du ausgestattet? Hast du alles? Yeah, Partner. Also, ich habe vielleicht ein... Was soll ich noch mitnehmen? Haben wir noch... Ich nehme mal hier die Kohlen aus meinem Ofen mit. Hast du ein Boot? Nein, ich mache schnell eins. Brauchst du auch eins, ein eigenes? Oder? Ich habe eins, ja. Du hast eins. Gut, dann nehmen wir uns hier mal unser kleines Schippi-Schippi. Aber da packe ich jetzt mal... Das brauche ich jetzt nämlich nicht. Die Holder rein... was brauche ich noch nicht? Sand brauche ich nicht, Schild brauche ich nicht. Aber doch, nehmen wir Schilder mal mit, falls wir dann wieder jemanden verärbigen wollen. Ja. Ich finde Schilder auch immer gut. Jod, hast du eine Axt oder eine Schaufel oder eine Spitzhacke oder so? Ich hab alles, ja. Ich hab alles. Jod, Alter. Dann hast du dein Bett dabei? Ich hab... Nee. Uno momento, por favor. So, mein Bett habe ich dabei, ja. Super. Und super, gell? Super. So, jetzt lass uns da. Wo bist denn du? Ich komm jetzt runter. Geh her, da unten ist das Skelett. Jo, das nehmen wir gleich mit. Es geht los. Adventure. Aber wo gehen wir? Da hinten ist ja der Ozean. Macht das Sinn? Nee, dann gehen wir da in die andere Richtung. Oder warte mal. Guck mal, da hinten aber ein Skelett. Ja. Und? Ob ich das treff? Quite boring, man. Kritisch, ob ich das... Kritisch treff? Ja, ich treff dich auch gleich kritisch. In der perfekte. Du kannst mit Bogen nicht kritisch treffen. Habe ich es getroffen? Nein. Schau, hier. Ich habe übrigens keine. Oh! Ups! Sorry. Okay. Sieht es hier nach Ozean aus oder mehr? Wir können doch hier einfach mal in den Ozean reinfahren, oder? Und dann machen wir da eine lustige Speedmontage daraus mit schöner Musik und lustiger Zeitraffer. Oder auch nicht. Rock the boat. Genau. Rock the boat. Oh yeah, rock on the boat, man. That's what I call our boat. Cruise ship in the house. Sailing in the way. Du bist viel zu langsam. Biatch. Oh, warum ist das hier? Oh, diese Sir, das baut sich alles so schön. Das ist zu weit. Geh nach links weiter, oder? Oh Gott, geh nach links. Das ist der Ozean, Junge. Ja, ich dachte, wir wollen raus, Makrelen fangen. Aber das ist hier, Ozean ist kacke, weil dann ist bei mir alles laggy. Ja, bei mir laggt es auch ein bisschen. Und außerdem habe ich, weil ich aus Versehen dieses 1.9 Release drin hatte, spackt bei mir mein Texturenpack ein bisschen ab und zeigt das nicht mehr so richtig an. Nicht mehr so schön. Das ist ein bisschen blöd so. Da vorne ist Land. Land in Sicht. Hier ist eine Ente. Quack, 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 quack. Land in Sicht. Wo bist du denn? Hier, Land in Sicht. Das ist eine Insel. Ja, das ist auch Land. Nee, ich finde hier drüber besser. Das ist nicht weit genug weg. Wir wollten doch auf... Ja, aber... Ja? Küste. Ist das nur eine Insel oder ist da richtig Land? Ja, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen, oder? Ich seh da bloß so zwei Stuppendinger da, so. Das ist ja gar nichts. Schweig! Du lügst. Okay, warte, das ist echt nur... Das ist nur eine das ist verdammte... Blödsinn. Mensch, komm zurück! Captain, das ist nur eine verdammte Insel. Da gibt es nichts. Hier gibt es nicht mal Scheiße, Sir. Wir brauchen eine richtige Insel mit einem Schatz. Ja, zum Kacken braucht man schon Festland, Alter. Richtig. Und ein paar Meerjungfrauen. Ich mach so ein bisschen die Vorhaut, ja? Vorhut. Ja, mach du mal die Vorhaut. Oh mein Gott. Hier sieht aus, das sieht aus wie Steppe hier. Wie lange haben wir denn noch? Es ist gerade Mittag erst. Ja. Mir prallert die. Ja, das Zeug von oben, dieses. Schafe! Oh mein Gott, sollten wir die Schafsinsel gefunden haben? Wir haben die Schafsinsel gefunden mit Kühe. Captain, es gibt keine Frauen, aber es gibt Schafe. Oh yeah. Oh yeah, man. Scheiß drauf. Scheiß auf die Frauen. Wir nehmen die Schafe. Und Kühe. Ich hab sie alle. Good boy. Very good. Es gibt Eisen, Sir. Oh yeah. Oh howdy, Partner. Oh, hast du eine Schere dabei? Ja, ich bin schon am Abmähen. Am Abscheren. Abscheren. Und gleich die Kuh gleich hinterher. Jawohl. Hast du die Schlucht da gesehen? Nein.
Wo denn? Oh, ein Stückchen hier. Links. Oh, what the fuck? Oh, very amazing. This cave is so... Oh my god. Und there's a zombie. Kennst du... Hier, Crocodile Hunter, kennst du noch... Oh my god, I found a riesen hole mit rein. Eine riesen Schlange, die ist 325 Meter lang. Und ich habe meine Hand reingehalten und... hier sind richtige Weidelandschaften, hier sind richtig Haufen Kühe. Wo bist du? Alter, was ist denn hier? Ist ein riesen Dungeon. Ja, wo bist du? Warum siehst du mich denn? Ich will da hinten. Schaut euch mal den Berg hier an, wo er da irgendwo hinten am Horizont durch die Gegend wild ornanierend in die Kühe läuft. Ich habe alles für uns besorgt. Essen, wir haben Höhlen, wir haben... Wo ist jetzt der riesen Dungeon? Meinst du das hier unten, oder was? Das? Ja, guck mal da rein. Wahnsinn. Es ist zwar relativ baumlos hier, das Ganze. Oh. Alter, was sind denn hier alles für... Wie viele Kühe gibt's denn auf dieser Welt? Ja, du übrigens, ne, hier, Bergi, da drüben ist ja diese Schlucht, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine verlassene Mine in so einer Schlucht finden, ist ziemlich groß. Sollen wir da reingehen? Vielleicht sollten wir da mal reingehen und mal gucken, ob's da was für uns hat, nicht? Okay, ich hab aber erstmal für uns die Abendration besorgt. Ich hab so viel Fleisch und so viel Leder. Wir können uns eine Rüstung bauen. Eine Rüstung bauen? Eine? Hilfst du mir mal mit hier die Kühe erstmal abzumetzeln? Ja, klar, mache ich. Ich habe bloß weil, voll man muss auch Performance mal sagen, Probleme Kühe können grad. In freier Naturbahn nicht überleben. Kühe sind keine richtigen Tiere. Kühe sind also keine richtigen Tiere. Merkt euch das für den Biologieunterricht? Nein, sie sind's nicht. Sie ja, würden die Euter platzen, habe ich mal gehört. Wenn die Alter, mir platzt hier gleich mit dir auch der Euter. Das ist so, wenn die nicht gemolken werden. Alter. Ja, dann schon, dann ja. Ja, aber wie soll die Kuh sich selber melken? Mir fallen da schon einige Möglichkeiten ein. Aber die gehören jetzt hier nicht hin. Ich bringe übrigens hier alle Kühe gerade. Das ist voll. Wir machen hier gerade wirklich so ein Assault-Mission. Nee, wir machen einfach hier Kill the Cow. Ja, sag ich doch. Kill the Cow. Kill the Cow. Boah, hier ist ein Lavasee. Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier eigentlich? Da hinten sind Bäume. Ja, aber wollten wir nicht da in den Tunnel runtergehen da? Ja. Jetzt sollen wir auch mal aufhören zu lecken. Ist echt, also was diese Folge ist mit Performance, ich entschuldige mich jetzt schon mal gleich bei allen, falls irgendwas mit der Performance nicht stimmt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, bei mir ist aber auch ähnlich so, aber das gehört dazu. Ey, wie viele Kühe gibt's denn hier, bitteschön? Sau viele Kühe. Alter! Aber das ist dieser neue Flachlandbiom, da gibt's sehr viele Kühe und Schafe. Und vielleicht gibt es da hinten noch irgendwo so eine NPC-Stadt. Mein Schwert ist schon kaputt. Mein Schwert ist schon kaputt vom Kühe töten. Deswegen benutze ich die ganze Zeit eine Axt. Was aber auch nicht so klug ist, weil dann habe ich keine Axt mehr. Hier ist auch wieder so eine Art Höhle. Wir könnten uns von dem ganzen Leder irgendwie schöne Unterwäsche machen. Ich kann von dem ganzen Leder, ich kann eine Lederfabrik aufmachen vor lauter Leder. Ja, jetzt übertreiben Sie mal nicht, junger Mann, ja? Ich schwöre, Mann. Habe ich voll die Lederfarm gemacht, ne? So aus ein paar Kühe habe ich umgebracht und habe dann Lederfarm. Ich habe 30 Leder. Labernet, du hast nicht mal 2. Doch. Nein. So, jetzt gehen wir mal zurück, oder? Ja. Boah, ich bin gerade so über diese Lücke da gesprungen. Mein Gott. Wo waren das? Wir müssen jetzt unsere Übernachtungsmöglichkeit erstmal ansetzen, oder? Ja. Wir bauen uns eine Hängebutze. Ja, sag ich in doch. In die Schlucht rein. Ja, ja. Aber dann gib Gas. Ja, wo bist du? Ich finde dich immer nicht. Jetzt Richtung Schlucht. Ich bin dir. Wo ist denn die Schlucht? Verdammt Schwein, bleib hier. Ich muss das umbringen. Siehst du mich nicht? Ich brauche eine MG. Oder eine M4. Komm, ist dunkel gleich. Tom. Siehst du mich nicht? Scheiße, ich bin verloren. Ich habe den Birgi verloren. Ich habe mich verlaufen. So, hier war Wasser. Ich habe mich verlaufen. Und ich habe Hunger. Fuck. Und ich habe nichts. Kann ich auch rohes Fleisch essen? Ja, kannst du schon. Leute, wenn ihr den Bergi seht, dann sagt mir bitte, wo der ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe mir jetzt gerade eben ein rohes Fleisch reingehauen, Keule. Wo bist du denn? Da hinten sind diese Bäume. Ich muss weg von diesen komischen Nadelbäumen, gell? Ja, ich mache jetzt mal Licht. Ich mache jetzt mal auf den... Ich gehe mal zur Sonne. Geh mal... Sonne ist falsch. Sonne ist falsch? Genau im Gegensatz der Sonne musst du laufen. Ich mache jetzt mal Licht hier oben. Ich hoffe mal, das siehst du denn irgendwann. Auf dem Berg habe ich Licht gemacht. Da bin ich in der Nähe von der Schlucht.
Und ich mache mir jetzt, ich mache jetzt hier schnell, so schnell wie möglich, eine kleine Butze fertig. Okay. Damit du das siehst, so eine Art Leuchtfeuermäßig. Ja. Ich nehme dabei hier noch ein paar Schafe mit, hier sind nämlich ziemlich viele. Und ein schwarzes Schaf. Da ist nur ein schwarzes Schaf. Ich sterbe. Du stirbst doch wieder. Niemals sterbe ich. Als wenn das schon irgendwann mal passiert wäre. Und finde ich auch nicht gut, wir wollten eigentlich nie mehr sterben. Was, du wolltest nicht mehr sterben? Du bist ja auch die ganze Zeit gestorben, ich bin nie gestorben. Soll ich denn jetzt hier alleine hier dieser ewigen Weide sein, dieser Tundra-Steppe? Warte mal, ja, wo bist du denn, Alter? Ja, siehst du das Licht denn nicht? Am Horizont. Das ist schon philosophisch. Das Licht am Horizont. Da hat der Udo auch ein kleines Lied. Nee, er hatte natürlich ein Lied, weil er hat für alles ein Lied. Kann ich mal bitte das Licht am Horizont sehen? Oh, das sind Endermänner. Warte mal, wo ist denn ein Licht am Horizont? Die Leute werden sich jetzt denken, what the fuck, Pack, du Spast. Ja, zu Recht. Warte mal. Da, wo der Mond ist, da musst du hinlaufen. Da, wo Richtung Mond, direkt Richtung Mond. Richtung Mond. Auf so einen Berg. Ach, da bei dem Berg. Aber das ist doch da bei den Bäumen. Das ist doch da, Vom Berg. Aber das ist doch nicht mal ansatzweise da bei den... Creeper, doch. Direkt unten drunter. Ich glaube, die Relation ist immer Richtung Mond von da, wo man... Nee. Wo man guckt. Nee. Weil hier ist wieder Wasser und da ist überhaupt nichts von diesem... von dieser Schlucht zu sehen. Weißt du noch... Siehst du denn den Berg? Siehst du ihn denn? Ich sehe... Mein Lichtberg. Nein. Mein Lichtberg. Der Lichtberg. Weißt du noch, wo dieser Lavasee war? Da bist du schon viel zu weit. Da bist du viel zu weit. Ich sag ja, entfernt. Ich muss noch zurück, oder? Ja, viel weiter zurück. Ja, dann sag doch nicht Richtung Mond. So, dann laufen wir mal hier ganz schnuffelig zurück. Und alles ist cool. Und auf dem Weg kann ich hier noch ein paar Kühe umbringen. Oh, da sind Creeper. Ich lasse mich von den Creeper nicht beirren, sondern bringe einfach Kühe um. Okay. Ansonsten kann ich ja... Ich sprinte ein bisschen zwischendrin. Wow, what the... So, ach, da hinten bist du wahrscheinlich. Da, wo wir hergekommen sind. Ist. Ja, ja. Da, wo wir hergekommen sind? Ja, natürlich bin ich da, wo wir hergekommen sind. Oh. Der Typ. Nein, ne? Weißt, was ich meine. Boah, sind hier viele Monsters. So, Leute. Hier war das doch, oder? Leutchen, meine Freunde, irgendwas hat mich da gehauen. Oder war das nicht da, wo wir hergekommen sind? Da-dam. Boah, ich irre hier. Doch, das ist nirgendwo. Da ist auf jeden Fall eine Schlucht. Da ist die fette Schlucht. Da kannst du doch nicht weit sein. Auf dem Berg steht mein Haus. Hä, wir sind hier... Ich bin hier direkt bei der fetten Schlucht. Oder ist hier die fette Schlucht irgendwie anders? Und auf dem Berg steht sein Haus, sagt er. Ja. Hä? Das kann doch unmöglich da sein, wo ich jetzt bin. Ja, wahrscheinlich. Wärst du lieber bei mir geblieben? Ja, ich war gerade so vertieft darin, eine Kuh zu töten. Wieso ist denn da Wald? Das kann doch nicht richtig sein. Ich bin jetzt irgendwo in einem Wald. Muss ich jetzt dich morgen früh erst wieder rausnehmen? Cast away, sag ich da nur. Lost, absolutely lost. Aber ehrlich. So, ich bin jetzt hier ein bisschen auf einer Anhöhe. Da ist eine geile Schlucht. Und dahinter ist aber Wald. Ich lasse das mal ein bisschen hier laden. Nochmal müsste ich doch dein Licht sehen. Wenn ich wirklich irgendwo in der Nähe wäre. Ich will aber nicht raus, ich habe Angst. Ah, ich verstehe dich schon. Ich mach mir jetzt mal einen Helm, einen Lederhelm. Okay. Damit, falls dir die Welt auf den Kopf fällt, der Himmel auf den Kopf. Ja. Hey, Creeper, was geht? Wie macht man nochmal eine Brust, eine Lederbrust? Alle ausfüllen, bis auf das oberste in der Mitte. Okay, cool, hab ich.